Hey, hey, hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 4 in dem HD Remaster für die Xbox 360. Im letzten Part haben wir diese Burg betreten und ich habe leider den Schatz dort irgendwo wollte ich noch einen Schatz holen, habe ich schon wieder vergessen. Vergessen, das ist das Wort. Ich habe nämlich den Schatz vergessen. Ja, ich komme hier jetzt erstmal nicht mehr raus, wie es scheint. Ich dachte ja, ich konnte noch zurück, aber nein. Ja, Burg haben wir uns schon ein bisschen angeguckt. Eingekauft haben wir die Shotgun, die wir gekauft haben. War jetzt vielleicht nicht unbedingt nötig. Aber was ist denn heute noch wichtig? Denn ich, ja, wichtig ist, ich habe heute einen Special Guest dabei. Sag doch mal Hallo. Ha, geht gar nicht. Nee, also der Typ ist hier so. Dem habe ich die Skype-Übertragung angemacht. Das ist der Breeding Vocals. Heißt der, glaube ich, auf YouTube, wenn ich da jetzt nichts falsch in Erinnerung habe. Ja, den ich kürzlich schon mal erwähnt hatte, der mir das ein paar Tipps gegeben hatte. Und der ist jetzt dabei und schaut sich diesen Part live an und schreibt nebenbei über Skype, wenn ich irgendwas wissen will. Das ist so jetzt meine kleine Special in dieser Folge. Er schreibt jetzt zum Beispiel gerade, ja, aber das bringt ihm jetzt auch nicht viel. Ja, natürlich, für ihn ist es ein bisschen verzögert und wird ein bisschen unflüssig laufen, aber. Ist ja scheißegal. So, wir haben uns hier überall umgeschaut, wir haben das Geld eingesnackt und jetzt gehen wir einfach in die Burg. Und ja, wie gesagt, sobald er irgendwelche Tipps hat oder irgendwelche Antworten auf meine Fragen, dann schreibt er. Los geht's. Er hat schon gesagt, ich soll jetzt gleich besser denn je auf Ashley aufpassen und das macht mir jetzt schon Sorgen, weil ich sie hasse. Ich hasse Ashley einfach nur. Aha, der Schatz ist. Ach so, nee, ich dachte, der würde in der Luft schweben, aber das ist irgendein Keller oder so. Dann ist das bestimmt ein Brunnen. Oder auch nicht. Wir gucken einfach mal, aber es sieht hübsch aus hier. Erinnert mich gerade ein bisschen. Oh. Oh. Das ist kein Brunnen. Erinnert mich gerade trotzdem ein bisschen an das DLC-Level von Resident Evil 5, beziehungsweise das Level in der Gold-Edition, wo man mit Jill und Chris in diesem Anwesen ist. Wo es auch öfter diese Rückblicke gab während der normalen Storyline. Die Gold-Level werde ich übrigens auch noch irgendwann LP'n. Hatte ich ja schon mal irgendwann erwähnt und dann irgendwie nicht gemacht. Oh mein Gott. Soll ich mit denen jetzt. Ja, aufpassen. Ja, ich merke schon. Okay, jetzt sind sie durch, jetzt sind sie durch, jetzt laufe ich. Okay. Ich laufe jetzt einfach erstmal hier lang, weil ich glaube, hier komme ich hinter das Katapult, oder? Nee. Ah, oh Gott! Oh nee! Ashley, komm. Au. Oh mein Gott. Ist sie tot? Ja, sie ist tot. Ich wollte gerade das Fass da oben abschießen. Oh, jetzt scrollt Skype gerade nicht mehr automatisch mit. So, da ist nicht nur einer, ja. Toll. Gut. Motivation. Ja. Gut. Wäre das auch geklärt. Jetzt habe ich gerade ein kleines Problemchen und zwar muss ich jetzt mal kurz was erledigen. Und deswegen muss ich jetzt mal ganz kurz hier cutten. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann hier gleich wieder. Es kann weitergehen. Hallöchen. So, nachdem wir jetzt einen Cut von circa ja, 14, 15 Minuten hatten. Kann ich jetzt endlich weitermachen? Kann ich den da oben abknallen? Ich weiß nicht, ob das unbedingt gut ist, wenn ich das mache, aber ich mach's einfach mal. Na komm. Was? Oh, der ist geplatzt. Oh, ich hoffe, aus dem wird nicht so ein Ekelding. Ich mag diese Ekeldinger nicht. Jetzt kommen die eigentlich. Wer sind denn die? Jetzt dürfen wir erstmal hier wieder mit dem Katapult aufpassen. Oh, Hallöchen.
Was? Die ist schon wieder tot? Oh Gott, ich werde sie jetzt, glaube ich, vorher mal heilen. Es kommen noch viel mehr Ekeldinger, vor allem andere. Alles klar, freue ich mich schon drauf. So, Inventar. Ich habe nicht mehr viel Heilung. Deswegen kriegst du jetzt die beiden Grünen. Miss Ashley. Oh, es ist so eine Verschwendung. Es ist so eine Verschwendung. Sie ist vollkommen unnötig und trotzdem muss ich sie heilen. Immer und immer wieder. Ich kann es nicht fassen. Wieso kriege ich überhaupt Sturmgewehrmunition? Ich habe kein Sturmgewehr. Soweit ich das weiß. Wie machen wir das jetzt? Ich gehe jetzt erstmal wieder hoch hier, weil ich schön den Schüssen aus. Weil ich das so gut kann. Ja. Einmal kurz in Sicherheit gehen, dann wie ich das vorhin gesehen habe. Ah, geht das hier. Gelbe Kräuter, apropos, was bringen gelbe Kräuter? Weil ich habe mich einmal mit gelben Kräutern geheilt und es hat absolut nichts gebracht. Oder also einmal gelb und grün zusammen hat weniger geheilt als grün allein. Erhöhen den Gesundheitspegel? Okay, schieß noch einmal, dann laufe ich. Lauf! So, hier bin ich erstmal sicher. Kann ich von hier schon irgendwas abschießen? Daumen. Na, ich schieß mal lieber auf das Fass, war das ist ein bisschen. Oh nein. Moment, halt, Inventar. Nein. Komm, Ashley, komm. Du bleibst liegen. Ashley. Danke. Der hat mir jetzt gut assistiert. So. Umdrehen oben, ja, habe ich schon gefunden. Danke, danke. Jetzt nochmal. Shotgun nachladen. Und Pistole raus. Red 9. Und jetzt bitte das Fass. So, erstes Katapult erledigt. Es soll aber laut Quellen mehrere geben. Erstmal umschauen. Von hier aus kann ich nicht getroffen werden, aber das Fass treffe ich doch bestimmt, oder? Den Spot habe ich gerade spontan entdeckt. Ja, dann hat mir der Breeding Mokels nicht gesagt. Nicht, dass sie jetzt denkt, alles, was ich hier sehe, wird mir gesagt. Also alles, was ich hier gut mache, wird mir gesagt. Weil ich sonst zu scheiße wäre. Bist du offen? Prüfen. Das Ding rührt sich nicht. Ist wahrscheinlich von der anderen Seite verschlossen. Zum Zerstören dieses Tors wird viel Feuerkraft benötigt. Ach, scheiße, ich hätte bestimmt warten müssen, bis die mich hier abschießen, ne? Dann hätte ich ausweichen müssen, dann wäre das Tor bestimmt kaputt gewesen. Na toll. Wieso steht da oben kein Fass? Ach so, das habe ich schon kaputt gemacht. War es das oder haben wir da links noch eins? Oh nee! Von wo wurde ich jetzt abgeschossen? Tatsache, der Pegel wird erhöht. Weg, in Sicherheit. Oh Gott, ich bin hier nirgends in Sicherheit. Oh Gott, hier bin ich auch nicht in Sicherheit. Geh mal weg hier. Oh, hi. Hi. Cool. Item. Was haben wir hier? Moment, Moment, erstmal kurz lesen. Alles gut. Links ist es geradeaus, weiter in den kleinen Tunnel rein. Du bist safe. Hier? Bin ich hier safe oder wo bin ich safe? Goldarmreif. Kann ich da wieder was einsetzen? Das würde mich mal interessieren. Geh weg. Oh Gott, der hat eine Sense. Also hier bin ich auf jeden Fall gerade safe. Und in dem kleinen Haus da neben mir bin ich auch safe. Okay, schieß nochmal, dann renne ich rein. Ist das Katapult da hinten oder wo ist das? Ich habe keine Ahnung, von wo ich gerade abge. Oh nee!
Okay. Oh, ein gelbes Kraut. So, kann ich das jetzt so direkt Ashle geben oder muss ich das erst verbinden? Weil falls ja, warte ich noch, bis sie Energie verliert. Ah, kann ich nicht direkt verbinden. Ja, dann verbinde ich das mal mit dem grünen Kraut. Aber benutze es jetzt noch nicht. Hier liegt Zeug. Oh, ein Seidenkristall. Der sieht extrem hübsch aus. 2500. Okay. So, jetzt muss ich allerdings nochmal nachfragen. Er meinte gerade etwas von einem Helm. Irgendwas mit Helm und Headshots. Und was meintest du damit gerade? Bitte, würdest du das nochmal schreiben? Ja, ich kann jetzt gerade natürlich nicht die ganze Zeit, wie ich es ursprünglich geplant hatte, alles vorlesen, was er schreibt. Das geht einmal nicht, weil ich mich ja nebenbei noch ein bisschen aufs Spielen konzentrieren muss. Aber ich nehme auf jeden Fall wahr, was er sagt. Und ja, jetzt muss ich mal zurückrechnen. Wir müssen jetzt soweit sogar 12 Minuten oder so sein. Kuttenträger. Ach so, die Kuttenträger haben den Helm mit den Headshots. Ja, das. Alles klar, gut. So, wo ist jetzt das letzte Katapult? Ist es da drüben? Ja, Tatsache. Wie soll ich mich dem denn entledigen? Es trifft mich nicht durch das Fenster. Das ist schon mal gut zu wissen. Na gut, springen wir erstmal hier rüber. Hinter den Kisten sollte ich möglicherweise auch sicher sein. Oh je. Muss ich jetzt darüber zu dieser Kuppel? Über die. Ach du heilige Scheiße. Gut, na dann. 3, 2, 1. Oh nein, halt. Ich warte nochmal, bis sie nochmal schießen. Okay, jetzt. So, immer der zweite oder dritte Schuss geht hier hoch. Das heißt, ich bin jetzt erstmal nicht sicher. Oh Gott, ich renne erstmal hier rein. Licht aus. Ah, geht nicht. Okay. Gut, jetzt muss ich höchstwahrscheinlich an dieser Kurbel ziehen. Da steht doch überhaupt keiner bei dem Katapult. Oh nein, nicht ernsthaft. Wie schnell stirbt diese Schlampe? Gut, meine Lieben. Dann setze ich hier nochmal einen kleinen Cut und wir sehen uns hier dann gleich wieder. Den Typen? Ich sehe da überhaupt keinen Typen. Ach, der! Ja, den kann ich, also bitte, den kann ich doch auch von hier erledigen, also bitte. Ich glaube, ich habe ihn getötet. Gut. Dann geht's jetzt einfach mal mit der Aufnahme weiter. So, ich hoffe, ich habe das jetzt gerade nicht rausgeschnitten, wie ich diesen Typen noch erledigt habe. Keine Ahnung, wie lang der Part jetzt ist, aber ist mir egal. Das wird jetzt irgend so ein special langer Part. Schießt mich jetzt noch irgendwas ab? Ich hatte da hinten noch ein Katapult gesehen irgendwo, was ich noch zerschmettert habe. Jetzt habe ich alle kaputt gemacht. Gut. Holen wir mal die Kanone hoch. Na komm, Kanönchen, na komm. Hallo. Und mit der guten alten Kanone machen wir jetzt die Tür auf, wa? Mir gefällt das. Ah, mir gefällt das. Ich wünschte, da hätte jetzt ein Gegner gestanden, dann hätte der sich mal genauso gefühlt, wie ich mich die ganze Zeit gefühlt habe, als die Bastarde mich abgeballert haben mit ihrem Dreckskatapult. Jetzt gucke ich lieber erstmal, wie weit das nächste Speicherdingens weg ist. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist ein ganzes Stückchen weit weg und bis dahin muss ich jetzt noch spielen. Ich kann da jetzt nicht einfach aufhören, ne? Hallo Händler. Ich glaube, ich habe sogar ein bisschen Geld. So, und wie ich das verstanden habe, Goldarmreif und Zeug, Seidenkristalle kann ich alles jetzt direkt verkaufen.
Kann ich denn auch? Boah, ich muss mich mal am Ohr jucken. Blendgranaten verkaufe ich lieber nicht. Soll ich die Brandgranaten verkaufen? Behalte. Okay. Moment, was soll ich behalten? Die Blendgranaten? Die Blendgranaten, alles klar. Ja, die behalte ich lieber mal. Denn, so wie ich das auch verstanden habe, kann man mit den Blendgranaten diese Viecher, aus denen was rauswächst, da zerstören. Und Brandgranaten sind da vielleicht nützlich. Ja, das ist gut. So, nimm den Spinell, nimm die beiden Seidenkristalle, nimm den Goldarmreif. Und ich habe 23.390. Aha. Das reicht noch nicht für das Sturmgewehr, oder? Doch, es wurde sogar dafür. Nee, würde nicht reichen. 35.000. Ich habe 23.000. Also den kaufe ich nicht. Den kaufe ich vorerst auch nicht. Ich habe auch mal gelesen, dass man den irgendwo finden kann. Gewehr habe ich. Broken Butterfly kaufe ich erstmal nicht. Blacktail brauche ich nicht. Da bleibe ich lieber bei der Red 9. Ansonsten ist hier nichts mehr. Na, was haben wir hier? Auf Normal brauchst du zwei Brandgranaten für einen Gegner, auf Leicht nur eine. Broken Butterfly findest du noch. Alles klar, brauche ich nicht kaufen, finde ich noch. So, ich könnte verbessern bei der TMP. Feuerkraft, Ladegeschwindigkeit, Kapazität. Beim Schrotgewehr die Feuerkraft. Ah, für 20.000 ist es 20.000 wert? Fragen wir mal den Profi, was der dazu sagt, oder ob ich lieber 20.000 für die Red 9 ausgeben sollte. Er sagt bei der Schrotflinte nein, und bei der Red 9 bei der Red 9 sagt er, Is that all, stranger? ja. Thank you. Gut. Gut, das andere, was er da Come gerade geschrieben back hat, anytime. sag ich mal jetzt nicht laut, weil das ist eine Sache, die ich zwar schon weiß, auch vorher schon wusste, aber die könnte eventuell ein bisschen spoilern. Ich will nämlich auch mit der Waffenauswahl nicht spoilern. Leon, where's your current location? We decided to lay low in a castle, but it looks like it was a bad move. Meaning? Well, it appears that this castle's also connected with the Los Illuminados. They must not get many visitors here, because they're giving me one hell of a welcome. Sounds bad. I have an idea, Leon. I need you to... What? Repeat, Hunnigan. Great. Just my luck. Ach ja. So, Gewehrmunition. Prüfen. Hier ist ein altes Buch. Es ist vergilbt und nicht mehr lesbar. Ich hätte vielleicht, als ich das Schloss abgeschlossen habe, erstmal zurückgehen sollen, um zu speichern. Und da ist ein Loch. Hä? Oh! Warum habe ich denn jetzt das Platin-Schwert? Oh, er hat was geschrieben. In der Burg gibt es kein WLAN. Ja, das habe ich mir gedacht. Untersuchen. Ein dekoratives Schwert aus Platin. Was hat mir das jetzt gebracht, das zu nehmen und wieso kann ich es wieder einsetzen? Hast du darauf eine Antwort? Denn er ist der Master. Ja, er kennt das Spiel. Und wenn ich Fragen habe, frage ich ihn. Und diesen einen besonderen Part hier nutze ich jetzt natürlich aus, um ihn ordentlich zu fragen. Gehen wir erstmal hoch und dann gucken wir mal. Matalo. Oh nein. Goedo. Matalo. Oh nee. Was ist denn jetzt passiert? Seriously? Wann war der letzte Checkpoint? Bitte lass den letzten Checkpoint wenigstens. Ich habe Ashley gerade erschossen. Was? Wann habe ich denn Ashley erschossen? Man kann Ashley erschießen? Das wusste ich nicht mal. Na toll. Okay, das heißt, ich gehe jetzt direkt mit der Shotgun hoch. Oder mit der TMP könnte ich auch hochgehen, aber Shotgun ist mir gerade noch ein bisschen lieber. Und diesmal gehe ich gleich von der Treppe weg hier. Ist mir zu gefährlich. Schön in die Ecke hier. Und jetzt sollen sie ruhig alle kommen. Du kannst kommen. Ihr könnt kommen. Und jetzt kommen die starken Gegner. Na komm!
Was soll der gegen mich und meine Shotgun tun? Gar nichts macht er. Was ist jetzt mit dem Roten? Will der auch nochmal oder will der nicht mehr? Oh Gott, verwandelt sich da gerade was hinter mir? Ich höre unschöne Geräusche. Ach, da war eine... Da links war gerade eine Dingens für... Das Platin-Schwert, oder? Tatsache. Oh, hier kommen ja immer mehr. Hallo. Und 3, 2, 1, Bomb. Ich finde das immer witzig, wenn ich die Köpfe wegschieße und die trotzdem noch weiterleben. Oh. Und das, was sie die ganze Zeit sagen, dieses Goeto, Goeto, bedeutet so viel wie, na, fangt ihn, oder? So, der rote chillt unten, alles klar, ja. Oh! Das machst du nicht normal, okay? So, jetzt kümmere ich mich erstmal um den roten, der unten chillt. Erstmal nachladen. Und danach gucke ich mich hier oben ein bisschen um. Hallo, na? Oh! Oh, shit. Damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht mal gerechnet. Inventar. Blendgranate. Ja, Tatsache. Bei einer Blendgranate platzen die einfach kaputt. Platzen einfach. So, hatte ich das hier schon nach dem Tod geöffnet? Nee, habe ich nicht. Erst vor dem Tod. Blendgranate. Ja, danke. Habe ich schon gemacht. Die Parasiten können mir den Kopf abbeißen. Ja, das klingt doch spaßig. Gut. So, schauen wir uns hier jetzt noch ein bisschen um und dann sind wir gleich schon bei dem Speicherstand und dann kann ich beenden. Ihr könnt ja mal jetzt vergleichen, wie lang der Part für euch ist. Der müsste jetzt irgendwo bei 25 Minuten, glaube ich, sein. Für mich ist er gerade bei 43 Minuten, beziehungsweise fast 44 Minuten. Ja, das ist schon stark. So, Ashley hat noch keinen Schaden genommen. Mann, ich kann ihr das Code immer noch nicht geben. Das kann doch nicht wahr sein. Stirb doch mal, Ashley. Also nicht sterben, sondern einfach Schaden nehmen. Jetzt kann ich das Rote auch nicht damit verbinden. Sonst hätte ich wieder so ein ganz großes. Aber will ich denn so ein ganz großes gleich benutzen? Für mich? Weil ich muss ja mich jetzt erstmal irgendwie heilen, ne? Was soll ich da jetzt tun? Ich weiß nicht weiter. Ich glaube, ich bräuchte Rat eines Profis. Heil dich erstmal mit dem ganz großen. Ich heile mich erstmal mit dem ganz großen. Ah ja, Silverspray habe ich auch noch, aber wir verwenden das auf Lyon. Oh. Und achte auf deine Gesundheitsanzeige. Das geht höher. Ja, das habe ich vorhin schon gesehen. Ja, das ist sehr cool. Goldschwert. Ach so, das ist die Platinplatte und unten ist die Goldplatte und die haben die Schwerter vertauscht, die Arschlöcher. Ah, ich verstehe. So, take the golden sword. Something happen? No? War das gerade schon so eng hier? Und noch das Platin-Schwert in die Platin-Platte. Und dann bin ich mal gespannt, was jetzt noch passiert. Oh, die Tür. Nur kurz die Frage. Hat das Goldschwert unten jetzt noch irgendwas anderes geöffnet oder musste ich das beides einsetzen oder hat das unten gar nichts gebracht oder was weiß ich? Das muss ich jetzt noch schnell wissen. Danach gehen wir in den Raum und in dem Raum haben wir dann schon fast den Speicherpunkt. Ja gut, in dem Raum danach. Boah, ich hoffe, ich dann... Alles gut, nur die Tür oben, gut. Du kennst das Spiel echt gut, oder? Okay, wieder draußen. Auf der Karte habe ich schon gesehen, dass gleich auf der nächsten Map ein Schatz kommt. Nein, bitte jetzt keinen Bosskampf hier. Leon! Louis! Louis! I've got something for you guys. What? Oh, shit! I must have dropped it when I was running away from them. Dropped what? A drug that'll stop your convulsions. Look, I know you're carriers. You've been coughing up blood, right? Yeah. And you. Yes. Damn it! The eggs have hatched. We don't have much time. What are you talking about? I have to go back and get it. Let me come with you. No. You stay here with Leon. He is better with the ladies. I'm sure.
Why are you... It makes me feel better. Let's just leave it at that. Ja. Ich mochte den Typ schon immer. Breeding Vocals hat das Spiel schon sogar 50 Mal durchgespielt. Alles klar. Dann wissen wir Bescheid. Du bist zu, ja? Die Tür ist fest verschlossen. Konnte ich da gerade durch einen Spalt durchschauen? Ja, so ein bisschen. Also dahinter ist was, was nicht auf der Karte zu sehen. Moment halt. Kann sein, dass da dieser... Nee. Gut, gehen wir mal durch diese Tür in der Hoffnung. Da komme ich nur auf normal rein. Warum? Erstens warum und zweitens, was ist da auf normal? Und da oben ist ein Schatz, so wie ich das auf der Karte gesehen habe. So, jetzt nochmal, wieso komme ich... Bestimmte Spielabschnitte sind rausgeschnitten, vielleicht? Was? Warum sagt mir das keiner? Oh Mann. So, trotzdem, was wäre da gewesen? Okay. Ach, der Typ. I was starting to wonder when you might notice us. Who are you? Me llamo Ramon Salazar, the eighth castellan of this magnificent architecture. I have been honored with the prodigious power from the great Lord Saddler. I've been expecting you, my brethren. No thanks, bro. My, my, we've got a feisty one. If you care for your own well-being, I suggest you surrender yourself and simply become our hostage. Or Mr. Scott, you can give us the girl because you're not worth a penny, I'm afraid. You can die. I'm never turning into one of them. Never. Got that right. We'll find a cure. Okay, in dem Raum, in dem wir jetzt nicht konnten, da gibt es einen Schlüssel für den Raum, in dem ich jetzt bin. Also es ist nicht irgendwie so, dass mir da irgendwelche Extras jetzt hier leicht weggenommen werden, sondern einfach nur, dass es etwas leichter ist, weiterzukommen, weil ich nicht erst in einen anderen Raum muss, einen Schlüssel holen muss. Was ist das denn für ein Schwachsinn? Aber okay. So, wir haben jetzt hier einen Speicherpunkt und... Ja, damit habe ich kein Problem. Ich muss jetzt aber wirklich endlich speichern und den Part beenden. Mein Video ist jetzt 49 Minuten lang. Und der Part ist jetzt locker schon 30 Minuten lang. Oh. Storytechnisch ist alles gut, Gott sei Dank. Gut. So. Dann war es das jetzt mit dem 50-Minuten-Part. Für mich, für euch nicht ganz. Und im nächsten Part geht alles ganz normal weiter, wie es bisher war. Und dann sehen wir uns dann wieder. Bis dann und tschüss. Willst du noch was zum Abschluss sagen? Irgendwas? Vielleicht? Tschüss! Oh, Doppelpunkt D, Doppelpunkt D, Doppelpunkt D.